Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung mit der Konstruktion von Markov-Ketten und der Markov-Eigenschaft an sich auseinandergesetzt haben, soll in der heutigen Vorlesung die Frage nach zufälligen Zeitpunkten wie dem Treffen oder dem ersten Treffen eines gegebenen Zustandes und dem Zusammenhang zur Markov-Eigenschaft im Zentrum stehen. Schauen wir uns das einmal im Detail an. Bevor ich auf die Definition eingehen möchte, mit dem Ziel, zufällige Zeitpunkte zu beschreiben, möchte ich Sie an eines erinnern, was Sie in einer der grundlegenden Vorlesungen über Stochastik bereits kennengelernt haben. Das war das Folgende. Angenommen, ich gebe mir eine nicht leere Menge Omega vor und ich gebe mir vor einen Messraum, den ich mit Omega-F' bezeichnen möchte, sowie eine Abbildung, die von Omega nach Omega' geht, dann ist das folgende Mengensystem, nämlich das gegeben ist, als das Urbild jeder messbaren Menge B aus dieser Sigma-Algebra F', wieder eine Sigma-Algebra. Und das ist entscheidend in dem, wie wir im Folgenden Informationen auf dem Raum Omega kodieren wollen. Und insbesondere gilt das Folgende, dass wenn ich mir ein Mengensystem A' aus F' hernehme, dann gilt auch, dass diese Menge der Urbilder, das bildet ja wieder ein Mengensystem, und wenn ich davon sozusagen die entsprechende erzeugte Sigma-Algebra betrachte, dann ist das das Gleiche, als wenn ich erst die Sigma-Algebra betrachte, die von diesem Mengensystem A' erzeugt wird und dann davon in diesem Sinne die Urbilder bestimme. Warum ist das jetzt hier wichtig? Naja, wir wollen sozusagen unseren gegebenen Wahrscheinlichkeitsraum Omega Fp mit einer neuen Familie von Sigma-Algebren, die ich mit Fnx für einen gegebenen stochastischen Prozess x bezeichnen möchte, ausstatten. Und was sollen jetzt genau diese Sigma-Algebren sein? Das ist nichts weiter als das Urbild unter dieser endlich dimensionalen Verteilung, also unter diesem Vektor von Zufallsvariablen x0 bis xn, von allen möglichen messbaren Mengen aus diesem Produkt oder aus dieser Sigma-Algebra E-Tensor n plus 1 über unserem zugrunde liegenden Raum E ausgestattet mit dieser Sigma-Algebra. Zur Erinnerung, wir betrachten hier nur den Fall, dass E höchstens abzählbar unendlich ist, und in diesem Fall kann ich natürlich diese Sigma-Algebra kalligraphisch E einfach als die Potenzmenge wählen. Und Sie sehen, das gibt mir jetzt für jedes n sozusagen eine Sigma-Algebra, und dieses Fnx möchte ich bezeichnen als die von x erzeugte Familie von Sigma-Algebren. Warum mache ich das Ganze? Naja, wenn man sich jetzt anguckt, welche Informationen sind denn enthalten in dieser Sigma-Algebra Fnx? Naja, da steht, ist gerade kodiert, sämtliche Informationen, die ich erhalten kann, wenn ich meinen stochastischen Prozess x bis zum Zeitpunkt n beobachte. Und dazu ist das sozusagen, dafür führen wir diesen Begriff ein. Und eine kleine Bemerkung ist das Weitere, wenn ich natürlich hier zwei Zeitpunkte m und n wähle, wobei m strikt kleiner sein soll als n, dann gilt natürlich, dass sämtliche Informationen, die ich bis zum Zeitpunkt m über meinen Prozess x erhalten kann, und das ist kodiert in dieser Sigma-Algebra fxm, enthalten sind in der Sigma-Algebra fnx, die natürlich sämtliche Informationen des Prozesses bis zum Zeitpunkt n, der nach m liegt, enthält, enthalten ist. Und natürlich sind beide Sigma-Algebren enthalten in unserer zugrunde liegenden Sigma-Algebra F, die wir uns vorgegeben haben. Warum haben wir diesen Begriff eingeführt? Dieser Begriff ist notwendig, also diese Familie von Sigma-Algebren ist notwendig, um zufällige Zeitpunkte sinnvoll beschreiben zu können. Das ist die Aussage der nächsten Definition, nämlich der Definition einer Stoppzeit. Also ich gebe mir wieder vor einen stochastischen Prozess x auf unserem zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsraum Omega Fp,
dann kann ich mir diese Familie von Sigma-Algebren fnx konstruieren. Und jetzt betrachte ich eine Abbildung t, die von unserem zugrunde liegenden Raum Omega in diese natürlichen Zahlen inklusive der 0 geht und die auch Werte, den Wert plus unendlich annehmen kann. Und diese Abbildung t heißt eine Stoppzeit bezüglich unseres stochastischen Prozesses x, wenn das Folgende gilt. Nämlich wenn das Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt, gerade messbar ist bezüglich fnx. Und das waren sozusagen messbar bezüglich aller Informationen, die ich bis über den Prozess bis zum Zeitpunkt n erhalten kann. Und Sie sehen natürlich, warum wir auch dieses unendlich in die Definition einschließen wollen. Naja, wir wollen auch kodieren die Möglichkeit, dass unsere Stoppzeit niemals eintritt. Und das wäre gerade das Ereignis, dass t gerade den Wert unendlich annimmt. Vielleicht ist das ziemlich abstrakt an der Stelle, deswegen ein paar Beispiele. Ganz konkrete Beispiele sind das folgende. Also ich nehme wieder einen stochastischen Prozess x hier auf unserem Zustandsraum e und ich nehme jetzt mal hier eine Teilmenge a von e. Und jetzt ist da natürlich eine mögliche Frage zu beschreiben, den ersten Zeitpunkt, an dem ich in diese Menge a eintrete. Und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, wie wir diesen Eintritt beschreiben wollen, nämlich mit Hilfe der Rückkehr- oder Treffzeit. Und die möchte ich mit s Index a bezeichnen oder mit dieser ersten Eintrittszeit, die möchte ich mit t Index a bezeichnen. Wobei, worin unterscheiden sich diese beiden Zeiten? Und das, der Unterschied ist minimal, aber zum Teil subtil. Nämlich SA ist definiert als den ersten Zeitpunkt nach der 0, sodass mein Prozess xn in der Menge a ist, während diese Stoppzeit TA den Zeitpunkt 0 in der Definition inkludiert. Und dass das wirklich Stoppzeiten sind, sieht man sehr leicht, nämlich wir gucken uns einfach mal an, was bedeutet es denn, dass S Index A, also dass diese erste Treffzeit den Wert N annimmt. Ja, das bedeutet ja nichts weiter, als dass der Prozess vom Zeitpunkt N bis zum Zeitpunkt N-1 nicht in der Menge A war und zum Zeitpunkt N in der Menge A dann eintritt. Und das ist genau dieses Ereignis. Und wir sehen, dieses Ereignis enthält nur Informationen vom Prozess bis zum Zeitpunkt N. Oder Sie können das auch sehen, das ist sozusagen das Urbild, also das hier kann ich auch, diese Menge kann ich auch beschreiben als das Urbild des kartesischen Produktes E Kreuz A Komplement, dann N minus 1 mal Kreuz A. Wobei sozusagen ich noch die erste Menge hinzugewählt habe, um den Prozess zum Zeitpunkt 0 zu beschreiben. Und Sie sehen, das ist nach Definition dann genau ein Element von fnx. Und Sie sehen, der Unterschied zu dem zweiten Objekt, die natürlich mit der gleichen Argumentation auch eine Stoppzeit ist, ist, dass ich hier sozusagen die Möglichkeit ausschließe, dass der Prozess zum Startzeitpunkt bereits in der Menge A ist. Das sind sozusagen hier genau die Unterschiede. Und die Beobachtung ist das folgende, dass diese beiden Stoppzeiten natürlich übereinstimmen mit Wahrscheinlichkeit 1, falls ich in einem Punkt starte, der nicht in der Menge A liegt. Und in dieser Definition ist auch die Möglichkeit inkludiert, dass diese beiden Stoppzeiten SA oder TA den Wert unendlich annehmen können. Und der ist dadurch inkludiert, dass wir sagen oder festlegen, dass wenn wir das Infimum einer leeren Menge bilden, nämlich das wäre hier einfach die Möglichkeit, dass unser Prozess xn niemals diese Menge A erreicht, dass das dann den Wert unendlich annehmen soll. Ein paar weitere Bemerkungen dazu. Ich kann auch die folgende Folge von zufälligen Zeiten beschreiben, in der Art und Weise, wie sie hier definiert ist. Nämlich ich setze einfach der Definitionshalber einfach mal S0 von A gleich 0. Das sozusagen nur, um sinnvoll die folgende Rekursion hinschreiben zu können. Und SA k definiere ich jetzt als den ersten Zeitpunkt
nach diesem Zeitpunkt SAK-1, dass der Prozess XN in dieser Menge A ist. Das ist gerade die Karte Treffzeit, also die erste Treffzeit nach diesem Zeitpunkt SAK-1 oder die Karte Treffzeit dieser Menge A. Und Sie können sich mit dem gleichen Argument überzeugen, dass diese Folge von Treffzeiten für jedes K eine Stoppzeit beschreibt. Eine wichtige Beobachtung ist auch das Folgende, dass jeder deterministische Zeitpunkt im Sinne der Definition natürlich als eine Stoppzeit interpretiert werden kann. Setzen wir dazu einfach mal T von Omega gleich den festen Wert T, und T ist hier einfach eine natürliche Zahl inklusive der 0, den halten wir fest. Und dann können wir uns natürlich fragen, was ist dieses Ereignis, dass T den Wert N annimmt. Und Sie sehen natürlich, es können zwei Dinge auftreten. Entweder, wenn N ungleich T ist, dann ist das hier natürlich die leere Menge. Oder wenn N gerade gleich T ist, dann ist das hier natürlich der ganze Raum. Und Sie sehen, sowohl die leere Menge als auch der ganze Raum sind für jedes N enthalten in unser Sigma-Algebra Fnx. Damit ist jede deterministische Zeit auch eine Stoppzeit. Wir haben sozusagen hier jetzt eine Möglichkeit, den Begriff von Zeitpunkten zu erweitern. Und das wird nachher nützlich sein, wenn wir auf die Markov-Eigenschaft zu sprechen kommen. Und ich möchte Ihnen auch ein Beispiel geben für eine zufällige Zeit, die keine Stoppzeit ist, und das ist die sogenannte letzte Austrittszeit, die ich hier mit LA bezeichnen möchte, und die ist wie folgt definiert. Das ist einfach das Supremum über alle Zeitpunkte, n größer gleich 0, das xn in A ist. Also sozusagen hiermit kodiere ich den letzten Zeitpunkt, wo mein Prozess in der Menge A war. Und Sie sehen natürlich, das kann keine Stoppzeit sein, weil um zu wissen, dass der Prozess xn zum letzten Mal in der Menge A ist, muss ich ja Informationen haben über den Prozess für Zeitpunkte, die über diesen Zeitpunkt hinausgehen. Also die in die Zukunft gucken, um zu entscheiden, kommt der Prozess zur Menge A zurück, ja oder nein. Und Sie sehen, das ist sozusagen, das Ganze hängt auf diesem Ereignis davon ab, was der Prozess nach dem Zeitpunkt N macht. Und damit kann es keine Stoppzeit sein. Nichtsdestotrotz ist dieses Objekt der letzten Austrittszeit für die Beschreibung einiger Phänomene von Relevanz. Man kann auch mit diesem Objekt arbeiten, wenngleich es natürlich viel, viel schwieriger ist, mit Objekten oder mit zufälligen Zeiten zu arbeiten, die keine Stoppzeiten sind. Gut, nachdem wir uns jetzt also mit dem Begriff der Stoppzeit auseinandergesetzt haben, geht es jetzt um die eigentliche Frage, wie kann man denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stoppzeit eintritt, sinnvoll beschreiben. Und eine Möglichkeit oder ein Objekt, was uns interessiert, ist sozusagen die Eintrittszeit. Treffen wir überhaupt eine gegebene Menge A, wenn wir eine Markov-Kette beobachten? Und um dieses Problem mathematisch fassen zu können, möchte ich noch zwei kleine Objekte sprachlich vorher einführen. Und das erste Objekt ist der sogenannte Generator. Im Diskreten ist das ein bisschen zu hochgegriffen, weil der Generator ist nämlich nichts weiter als für eine gegebene stochastische Matrix bezeichne ich damit diese Matrix L, die gegeben ist als die Differenz von dieser stochastischen Matrix P minus der Einheitsmatrix. Allerdings ist dieser Begriff des Generators und seine Verwendung entscheidend, wenn man später betrachtet Prozesse in stetiger Zeit und auch Prozesse in stetiger Zeit auf beliebigen Räumen, die auch überabzählbar sein können. Und dann bekommt dieser Begriff des Generators eine besondere Rolle und das ist das wesentliche Objekt, weil in dem Kontext habe ich nicht mehr so ein Objekt wie die stochastische Matrix per se, sondern nur noch die Übergangswahrscheinlichkeiten und die zu verschiedenen Zeitpunkten. Und wenn die Zeit kontinuierlich ist, sehen Sie, da habe ich natürlich eine Schwierigkeit, sinnvoll einen kleinsten Zeitpunkt festzulegen. Und dieser Generator L spielt in dem Kontext dann so die Rolle einer infinitesimalen Beschreibung.
Und natürlich, dadurch, dass wir hier den Prozess in diskreter Zeit betrachten, haben wir natürlich hier einen kleinsten Zeitpunkt, nämlich der Zeitpunkt 1. Und deswegen können wir hier einfach dieses Objekt als die Übergangswahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt 1 des Prozesses beschreiben. Und das ist gerade unsere stochastische Matrix. Das zweite Objekt, was sozusagen eine Rolle spielt, ist das folgende Randwertproblem. Und zwar unter einem Dirichlet-Problem verstehen wir das folgende. Also ich gebe mir zunächst einmal vor, eine nicht leere Echtteilmenge unseres Zustandsraumes E, die ich mit A bezeichnen möchte. Und jetzt gebe ich mir noch vor, eine Funktion G, die von dieser Menge A in die reellen Zahlen geht. Und dann betrachte ich folgendes lineares Gleichungssystem, das gegeben ist durch, ich wende diesen Generator auf eine Funktion f an und das soll den Wert 0 ergeben für alle Punkte x, die im Komplement der Menge a sind. Also ich suche sozusagen eine Funktion f, die genau diese Eigenschaft hat. Und diese Funktion f soll zudem mit der vorgegebenen Funktion g für alle Punkte aus meiner Menge a übereinstimmen. Und wenn man diese Art von Randwertproblem untersuchen möchte, wo sich sozusagen eine Funktion auf dem Rand der Menge A oder auf dem Rand, ist also auf der Menge A, fest vorgebe, dann spricht man von einem Dirichlet-Problem. Um ein bisschen vorwegzugreifen, in der Theorie der partiellen Differentialgleichung hat man genau eine ähnliche Struktur. Ich habe sozusagen dann irgendeinen Differentialoperator vorgegeben und dann möchte ich auch folgendes Problem lösen. Ich suche eine Funktion f, sodass dieser Operator L angewendet auf die Funktion f verschwindet auf dieser Menge A Komplement und auf dem Rand von dieser Menge einen fest vorgegebenen Wert annimmt. Das wäre sozusagen auch die gleiche sprachliche Verwendung im Kontext von partiellen Differentialgleichungen. Und in diesem Kontext gibt es natürlich auch noch ein zweites Randwertproblem, das man betrachten kann, nämlich das sogenannte Neumann-Problem. Und damit Sie einfach nur die Begriffe mal gehört haben, beim Neumann-Problem im Kontinuierlichen gebe ich nämlich den Wert der Funktion am Rand vor, sondern ich gebe den Wert der Ableitung am Rand vor. Also im Kontinuierlichen würde ich sozusagen bei einem Neumann-Problem einfach auf der Seite die Ableitung der Funktion f betrachten und dem einen festen Wert vorgeben. Nur sozusagen als kleinen Ausblick, wo es sozusagen langfristig hingehen könnte. Hier in dem Kontext ist das natürlich viel einfacher. Das ist einfach nur ein lineares Gleichungssystem, das man theoretisch lösen kann. Wie hängt jetzt sozusagen dieses Dirichlet-Problem und der Generator L mit unserer Frage nach der Beschreibung der Austrittswahrscheinlichkeit zusammen? Und das ist die Aussage von dem folgenden Satz. Also ich gebe mir vor, wieder eine Markov-Kette mit Startverteilung μ und Übergangswahrscheinlichkeit p, die ich wie üblich mit x bezeichnen möchte. Mein Zustandsraum E ist weiterhin höchstens absehbar unendlich. Und jetzt gebe ich mir auch vor, eine nicht leere echte Teilmenge meines Zustandsraumes. Und ich bin interessiert daran zu berechnen, was die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich den Prozess im Punkt X starte. Also ich bedinge darauf, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 im Punkt X ist. Und ich frage danach, was ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass meine Stoppzeit einen endlichen Wert annimmt, sprich, dass ich in endlicher Zeit diese Menge a treffe. Und diese Wahrscheinlichkeit hier möchte ich auffassen als eine Funktion in x. Und dieses Objekt möchte ich einfach mit ha von x bezeichnen. Und dann stellt sich das Folgende heraus, nämlich dass ich diese Funktion, die ich mir hier vorgegeben habe, oder dieser Vektor, wenn Sie es so sehen wollen, nichts weiter ist als die kleinste nicht negative Lösung des folgenden Dirichlet-Problems, nämlich dass L angewendet auf diese Funktion HA ist identisch 0 für alle Punkte aus A-Komplement und die Funktion HA nimmt gerade den Wert 1 an für alle Punkte in meiner Menge A.
Wie zeigt man jetzt diese Aussagen? Nein, wir haben jetzt zwei Dinge zu zeigen. A, wir sollten uns davon überzeugen, dass in der Tat die hier definierte Funktion HA dieses Dirichlet-Problem löst. Und das Zweite, was wir zeigen müssen, ist, dass für jede weitere Lösung dieses Dirichlet-Problems gilt, dass die entsprechende Lösung, wenn wir eine nicht negative Lösung haben, dass die größer gleich dieser vorgegebenen oder unserer Funktion, die uns interessiert, HA ist. Gut, also schauen wir uns jetzt diese beiden Punkte einmal im Detail an. Also die erste Frage ist, wir müssen uns davon überzeugen, dass diese Funktion HA unser Dirichlet-Problem löst. Und die erste Beobachtung ist, was passiert natürlich mit Punkten in der Menge A? Und da sehen wir natürlich, wenn ich einen Punkt in der Menge A habe, das heißt, unser Prozess startet in der Menge A, dann ist natürlich, kennen wir sofort den Wert dieser Zufallsvariable TA, nämlich das ist nach Definition gerade der Zeitpunkt 0. Das bedeutet aber nichts weiter, dadurch, dass wir wissen, dass TA gleich 0 ist, naja, dann wissen wir aber auch, dass dieses Ereignis hier, dass die Stoppzeit kleiner ist als unendlich, sicher eintritt. Das heißt, unsere Funktion HA von x ist gerade 1 für alle x in A. Damit haben wir sozusagen uns schon von dieser Randbedingung überzeugt. Der zweite Punkt ist, wir betrachten jetzt Punkte x, die nicht in der Menge A liegen. Jetzt machen wir folgende kleine Rechnung. Und diese Rechnung oder diese Vorgehensweise nennt sich auch Einschrittanalyse, weil wir sozusagen uns angucken, was in einem Schritt passiert. Und das ist das erstmal die folgende Beobachtung. Also ich betrachte die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von unserem Ereignis, dass die Stoppzeit in endlicher Zeit eintritt. Und dadurch, dass wir ja nicht in der Menge A starten, weiß ich, dass dieses Ereignis das gleiche ist wie das Ereignis, dass unsere Stoppzeit TA die Werte annimmt von 1 in der Menge 1, 2, 3 und so weiter, also in der Menge der natürlichen Zahlen, ohne die 0, weil den Nullzeitpunkt haben wir schon dadurch exkludiert, dass wir sagen, wir starten nicht in A. Und jetzt möchte ich das Folgende machen. Jetzt möchte ich sozusagen die Sigma-Additivität ausnutzen und dieses Ereignis schneiden mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 sich im Punkt Y befindet. Natürlich, das sind hier disjunkte Ereignisse. Die Sigma-Additivität erlaubt mir natürlich die Vereinigung als eine Summe von diesen Wahrscheinlichkeiten zu schreiben. Was ich jetzt im nächsten Schritt machen möchte, ich möchte auf mithilfe der Fallunterscheidungsformel auf dieses Ereignis hier bedingen. Und Sie sehen, ich erhalte dann das Folgende. Einmal diese bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 im Punkt Y ist, gegeben, dass er in x startet. Das war ja sozusagen hier drüber kodiert. Und dann erhalte ich noch diese Wahrscheinlichkeit. Und ich habe sozusagen, um deutlich zu machen, dass wir mit der Startverteilung μ ursprünglich gearbeitet haben, von dem Ereignis, dass unsere Stoppzeit Werte in den natürlichen Zahlen annimmt, gegeben das Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 sich in x befindet und zum Zeitpunkt 1 in y. Das hier ist sozusagen, dass ich hier noch explizite Startmaß wieder ranschreibe, ist nur aus didaktischen Gründen, um Ihnen klarzumachen, wie ich anschließend die verallgemeinerte Markov-Eigenschaft, die wir im Satz 1.10 uns angeguckt haben, anwenden kann. So, und Sie sehen, natürlich, um die Markov-Eigenschaft anzuwenden, sollte dieses Ereignis, was hier hinten drin steht, nicht 0 sein. Wenn dieses Ereignis, das hier hinten drin steht, 0 wäre, dann sehen Sie, ist auch dieses Ereignis hier vorne 0. Das heißt sozusagen, in dem Fall können wir dieses Ereignis auch weglassen, also diesen Summand weglassen. Und wir haben hier sozusagen erstmal wohldefinierte Ausdrücke. Und jetzt sehen Sie mit Hilfe der verallgemeinerten Markov-Eigenschaft, das, was dieses Objekt, was hier steht, zur Erinnerung, TA kann nur Werte annehmen ab dem Wert 1, kann ich natürlich auch auffassen als die erste Eintrittszeit in die Menge A des um 1 verschobenen Prozesses.
Und natürlich dadurch, dass ich die Stoppzeit betrachte, muss ich für diese neue Stoppzeit noch den Wert 1 hinzuaddieren. Und wenn ich das tue und jetzt darf ich die Markov-Eigenschaft anwenden, weil das Ereignis den Prozess zu beobachten ab dem Zeitpunkt 1 und zu fragen, treffe ich die Menge A, kann ich natürlich auch schreiben als ein geeignete Menge B auf unserem unendlichen Produktraum E-Tensor N0, wo ich sozusagen dieses Ereignis da drin kodiere. Das geht. Also ich könnte das hinschreiben als eine Vereinigung von Mengen, dass die Stoppzeit nach dem Zeitpunkt 1 zum Zeitpunkt 0 eintritt, zum Zeitpunkt 1 eintritt, zum Zeitpunkt 2 und so weiter und so fort. Und Sie sehen, auf diese Art und Weise sind wir genau in dem Setting vom Satz 1c. Und ich kann die Markov-Eigenschaft anwenden und erhalte damit als Ergebnis die Wahrscheinlichkeit jetzt bei Start in Y, dass unsere Stoppzeit TA den Wert in diesen natürlichen Zahlen inklusive der Null annimmt. Was haben wir jetzt mit dieser kleinen Rechnung erreicht? Ja, wir haben jetzt erreicht, dass die Funktion HA von X, die sich ja, was ja nichts weiter war nach Definition als die linke Seite von dieser Gleichungskette hier, das gleiche ist wie die Summe über alle y und e, p von xy mal den Wert HA von y. Sie sehen, das hier ist ja nichts weiter als die stochastische Matrix P angewendet auf diese Funktion HA. Das heißt, wenn ich dieses Objekt, also und hier drüben, das kann ich auch schreiben als die Identitätsmatrix angewendet auf diese Funktion HA. Und wenn ich das jetzt auf die andere Seite bringe, sehen Sie sofort, dass ich erhalte den Ausdruck, dass L angewendet auf diese Funktion HA verschwindet für jeden Punkt x in der Menge A-Komplement. Damit haben wir sozusagen uns schon davon überzeugt, dass diese Funktion HA dem Dirichlet-Problem genügt. Jetzt müssen wir uns noch davon überzeugen, dass diese Eintrittswahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit auch die kleinste nicht-negative Lösung des Dirichlet-Problems ist. Dabei gehe ich wie folgt vor. Also ich nehme mir erstmal eine weitere nicht-negative Lösung unseres Dirichlet-Problems her und die möchte ich mit H bezeichnen. Und jetzt möchte ich mir als erstes die folgende Aussage angucken. Also ich möchte mich davon überzeugen, dass für jede natürliche Zahl groß n die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass meine Stoppzeit TA den Wert kleiner gleich n annimmt, dass diese Wahrscheinlichkeit punktweise kleiner ist als der Wert der Funktion an der Stelle x. Wie gehe ich hier vor? Na, das schreit irgendwie in gewisser Weise nach einer vollständigen Induktion. Bevor ich darauf eingehe, die erste Beobachtung ist natürlich, für x in A wissen wir natürlich, diese Funktion oder dieses Ereignis tritt sicher ein, weil da für x in A natürlich TA den Wert 0 annimmt und 0 ist immer kleiner als n. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist in dem Fall gerade 1. Und das ist auch gerade der Wert der Funktion HA auf dem Rand, weil H zur Erinnerung löst ja dieses Dirichlet-Problem. Wir haben ja gerade auf der Menge A die Funktion auf den Wert 1 gesetzt. Bleibt also sozusagen uns nur noch davon überzeugen, was passiert für x im Komplement der Menge A. Und jetzt mache ich den folgenden vollständige Induktion. Und zwar zum Zeitpunkt 0, also der Induktionsanfang sozusagen ist trivialerweise erfüllt, nämlich wenn x nicht in der Menge A ist, weiß ich natürlich, dass die Stoppzeit TA ein Wert größer gleich 1 annehmen muss. Das heißt, dieses Ereignis, was ich hier kodiert habe, kann nur die leere Menge sein. Die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge ist 0. Und dadurch, dass die Funktion h nicht negativ ist, kann sie also höchstens einen Wert größer gleich 0 annehmen. Damit haben wir davon uns überzeugt. Gucken wir uns also den Induktionsschritt an, von n nach n plus 1.
Jetzt möchte ich wieder die Markov-Eigenschaft benutzen. Also ich gehe so ähnlich vor wie in der letzten Rechnung in diesem Einschrittanalyse. Also ich gucke mir an die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass diese Zufallsvariable ta einen Wert annimmt kleiner als n plus 1. Und dadurch, dass ich ja nicht in x, nicht in a starte, weiß ich, der Wert dieser Zufallsvariable muss zwischen 1 und n plus 1 liegen. Jetzt kann ich wieder das Gleiche machen. Ich schneide wieder mit den Ereignissen, wo der Prozess zum Zeitpunkt 1 ist und bedinge darauf. Analog, wie ich in der letzten Rechnung gemacht habe. Und erhalte natürlich mit Hilfe der Fallunterscheidungsformel wiederum den folgenden Ausdruck, nämlich der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 in y ist, gegeben, dass er zum Zeitpunkt 0 in x war. Und wir wissen natürlich, das ist nichts weiter als der Wert der Übergangsmatrix an der Stelle xy. Und dann habe ich hier hinten natürlich wieder stehen, das Ereignis, dass ta Werte zwischen 1 und n plus 1 annimmt, gegeben, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 in x und zum Zeitpunkt 1 in y ist. Und jetzt sehen Sie hier mit Hilfe der der Markov-Eigenschaft kann ich diese Zufallsvariable auch schreiben als eine neue Eintrittszeit für den Prozess, der aber ab 1 gerechnet ist. Und dann muss ich den Wert natürlich der Stoppzeit 1 hinzuaddieren, damit ich die gleiche Stoppzeit beschreibe. Und Sie sehen dadurch, dass ich hier für diese neue Stoppzeit TA, die jetzt hier einen Prozess misst ab dem Zeitpunkt 0, also das war hier der Prozess, der um 1 verschoben ist, also der den Index hat 1 plus k und k läuft jetzt durch die natürlichen Zahlen inklusive der 0, verschiebe ich natürlich hier jetzt die beiden Grenzen, nämlich diese neue Zufallsvariable nimmt nur den Wert an größer gleich 0 und kleiner als n. Und ich starte hier aufgrund der Markov-Eigenschaft natürlich im Punkt y, auf den ich hier bedingt habe. Sozusagen, das ist das Subtile, wenn man mit diesen Stoppzeiten arbeitet. Man muss sich genau überlegen, was passiert bei der Anwendung der Markov-Eigenschaft mit dem Wert dieser Stoppzeit. Und Sie sehen, jetzt kann ich natürlich, wenn ich an dieser Stelle angekommen bin, das ist die gleiche Argumentation im Prinzip wie vorher, nur für endlichen, für ein Ereignis, das TA einen endlichen Wert annimmt, nämlich den Wert kleiner gleich n bzw. kleiner gleich n plus 1. Und jetzt kann ich hier an der Stelle die Induktionsvoraussetzung ins Spiel bringen. Wir wissen natürlich, dass diese Funktion nach Induktionsvoraussetzung kleiner gleich ist als den Wert der Funktion h an der Stelle y. Wenn ich das jetzt hier einsetze, dann weiß ich natürlich auch noch, diese Funktion h löst für alle x, die nicht in der Menge a sind, die Gleichung lh gleich 0, was ja nichts weiter ist als h von x ist gleich stochastische Matrix angewendet auf die Funktion h, ausgewertet im Punkt x. Und genau das habe ich hier ausgeschrieben. Das heißt, das Ganze ist nichts weiter als die Funktion h an der Stelle x. Und damit habe ich genau gezeigt, was wir zeigen wollten, nämlich, dass die Funktion px von diesem, also die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass die Stoppzeit ta einen Wert annimmt, der kleiner gleich n plus 1 ist, ist nach oben beschränkt durch den Wert der Funktion h an der Stelle x. Was bleibt jetzt noch? Unser Ziel war natürlich zu zeigen, dass unsere Funktion ha die kleinste nicht negative Lösung ist. Wir müssen sozusagen und nur noch übergehen von n auf dieses Ereignis kleiner unendlich. Und dazu benutze ich einfach die Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes px. Warum kann ich die benutzen? Naja, diese Mengen, dass die Stoppzeit den Wert kleiner gleich n annimmt, sind natürlich in n aufsteigend und konvergieren gerade gegen die Vereinigung über alle k von den Ereignissen, dass ta kleiner gleich ist als den Wert k. Und diese Vereinigung ist ja nichts weiter anderes als das Ereignis, dass die Stoppzeit den endlichen Wert annimmt. Und das ist ja gerade das Ereignis, was wir beschreiben wollen.
Also können wir jetzt mit Hilfe der Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes Px wie folgt argumentieren. Der Wert unserer Funktion HA an der Stelle x ist ja gerade die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von diesem Ereignis hier, dass TA einen endlichen Wert annimmt. Das kann ich jetzt mit Hilfe der Stetigkeit, aber auch schreiben als den Limes n gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Stoppzeit TA den Wert kleiner gleich n annimmt. Und davon haben wir ja gerade gezeigt, dass für jedes n diese Funktion hier als Funktion von x betrachtet, punktweise gerade kleiner ist als diese Funktion h von x. Und damit haben uns, dann spielt der Limes keine Rolle mehr, und wir haben genau gezeigt, dass unsere Funktion ha von x, die wir als diese erste Treffwahrscheinlichkeit der Menge a definiert haben, eine kleinste Lösung ist. Oder umgekehrt, jede weitere Lösung, die nicht negativ ist, muss größer gleich sein als der Wert der Funktion ha.